So, hallo. Heute stelle ich euch mal den Piranha DF-30 vor mit der 30 mm Kanone und später den Piranha DF-90 mit der 90 mm Kanone. So, wir hocken jetzt hier auf dem Richtschützenplatz. Und ja, das Bedienelement sieht dann halt mal wieder ein bisschen anders aus als bei anderen, ja, ich sage jetzt mal Remote Weapon Stations. Oben rechts sehen wir halt wieder, was wir an Munition drin haben. In dem Fall jetzt gerade die AP. Mit Entfernen kann man dann wieder umändern auf die HE. In dem Fall hier die Bofors MPT. Also wir haben immer mehr MP bzw. HE-Munition an Bord als AP. Muss man also ein bisschen sparsamer sein mit der AP. Hier muss man auch sagen, jedes Mal, wenn man die Waffe wechselt, sag ich mal von Hauptwaffe AP, MP auf das MG wechselt, geht der Schalter hier runter. Das ist der Sicherheitsschalter. Sieht man hier, Arm ist weg. Muss man also jedes Mal wieder hochschalten, dass dann wieder hier Arm steht. Dann kann man die Waffe feuern. So, wenn da jetzt nichts steht, ich drücke hier den Feuerknopf, tut sich nichts. Wenn ich den also hoch mache, Feuer einstellen. kann ich feuern. Mit M kann man auf MG schalten. Dann leuchtet das Feld dann hier MG in dem Fall blau. Das Umschalten auf, von MG wieder auf Hauptwaffe, das muss man leider hier manuell machen. Da muss man hier auf die F1-Taste drücken. Dann hast du oben wieder hier die AP drin, zumindest die Munition, die du zum Schluss drin hattest. Zoomen kann man hier auch. Das geht in dem Fall entweder hier mit der rechten Joystick-Taste, habe ich das bei mir in dem Fall. Oder man macht das hier mit der Numpad-Taste geteilt durch. Kann man auch die drei Zoom-Stufen machen. Tag-Nacht-Kanal, also Wärmebild, Tag-Kanal, kann man auch umschalten. Bei mir die mittlere Joystick-Taste oder im Numpad die Plus-Taste wie gewohnt. Entfernung kann man auch relativ normal messen, wie bei anderen Fahrzeugen auch. Habe ich bei mir die linke Joystick-Taste. Die Entfernung steht dann hier oben links. Das sind 1395 Meter bis zum Ziel jetzt. Und ja, muss ich noch freischalten. Feuer Und einstellen. treffe ich auch. Hat auch keine Stabilisation drin, also die Waffe führt, hat keinen dynamischen Vorhalt sozusagen. Wenn ich hier in der Fahrt im Schwenkbereich laser und ich Feuer feuere einstellen. einfach, hat keinen Vorhalt. Wenn man jetzt hier auf MG umschaltet, das gleiche Spiel. Erstmal wieder auf Waffe scharf schalten und Feuer dann kannst du einstellen. feuern. Umstellen auf Hauptwaffe, scharf schalten, feuern. So, dann stelle ich euch noch den Piranha DF-90 vor. Der hat eine 90 mm Kanone, die man eigentlich relativ unschwer erkennen kann, eben auch von den Belgiern. Er führt keine Schützen mit sich. Die Waffenanlage ist fast gleich wie die von dem Piranha DF-30. Unterschied hierbei erstmal ist, er hat keinen Sicherungsschalter, also man kann permanent feuern. Lasern kann man wie gehabt mit der linken Joystick-Taste oder mit was er hier auch das immer macht. Oben links steht dann die Entfernung. Hier Entfernung Range 1434 in dem Fall. Wir haben jetzt AP drin, deshalb leuchtet die AP-Leuchte hier in blau. Man kann eigentlich auch sofort feuern. Feuer einstellen. So. Jetzt wird erstmal der Hülsenbehälter geleert. Und das Nachladen erfolgt wie folgt. Man muss das wie beim T-72 mit der V-Taste machen. Also bevor hier die Munition lädt, müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr AP geladen haben oder HASH. Weil ihr habt nur zwei Munitionsarten zur Verfügung. Entweder hier diese AP MK8 oder die M691 HASH. Das könnt ihr mit Einfügen entfernen natürlich wie immer wechseln, aber das müsst ihr halt eigentlich. Das müsst ihr, bevor ihr die Munition lädt, anwählen. Wenn ihr jetzt hier, jetzt haben wir ja momentan noch AP drin,
Ist angelasert, wir können feuern. So, jetzt laden wir wieder die AP nach. So, AP ist geladen, ich könnte jetzt feuern. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte jetzt gleich mit Hash feuern und drücke jetzt einfach schon auf Hash, dann schaltet der um, hier oben, auf HE. Jetzt lasern wir aber so, als hätten wir Hash geladen. Und das Geschoss fliegt weit drüber. Also, wenn ihr AP geladen habt, AP eingestellt lassen. Wenn ihr Hash geladen habt, hier oben Hash anwählen. Jetzt haben wir natürlich Hash definitiv drin. Entfernung 1430. Feuere müsst ihr also treffen. Jo. Also, jetzt ändere ich die Munition auf AP und drücke auf V. AP ist hier in Blau angewählt. Kanone ist geladen. Ich kann feuern. Das eigentlich erstmal dazu. Ja. Tag-Nacht-Kanal kann man normal umschalten. Hier Numpad-Plus-Taste oder auch mit der Joystick-Taste. Zoom kann man auch in 3 Stufen, wie gewohnt, wie auch bei dem Piranha DF30. So, auf MG schalten könnt ihr natürlich dann auch mit normal auf M. Feuern wir, lasern, geht alles okay. So, und jetzt ist es wichtig, wenn ihr von Maschinengewehr MG auf die Hauptwaffe wieder wechseln wollt, könnt ihr das natürlich auch wieder mit M machen, ausnahmsweise. Jetzt müsst ihr es aber wieder mit V bestätigen. Die Kanone wird jetzt wieder geladen. Und jetzt könnt ihr feuern. Wenn ihr das nämlich umgekehrt, also anders macht, hier habt ihr MG drin. Und ihr schießt erst und drückt jetzt wieder auf M, auf die M-Taste. Habt ihr AP drin. Und ihr wollt schießen, ich drücke jetzt die Feuertaste, es tut sich nichts. Also ihr müsst wirklich erst auf V drücken, damit die Hauptwaffe geladen wird. Man hört's ja. Ist geladen. Und wir können feuern. Okay, der ging jetzt halt deutlich drüber. Aber egal, aber ihr habt ja das Prinzip gesehen. So, und das Nachladen selber gucke ich jetzt auch mal, wie lange das ungefähr dauert für einen Schuss. Also, es gibt ja auch, wie beim Pizarro, den Hülsenbehälter. Der muss natürlich mal geleert werden. Und das dauert. Also, die Munitionsführung, also Nachladen, dauert ungefähr 30 Sekunden pro Schuss. Muss man halt ein bisschen Zeit einplanen.